Lieben, und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und ich habe heute so eine coole Box, die wir heute zusammen auspacken. Und zwar geht es um Surplus bzw. um die Retterbox. Retterbox, weil die halt einfach Lebensmittel retten. Das fand ich einfach eine grandiose Idee. Und ich habe es bei Ines Agnoli gesehen und ich musste die einfach haben. Ich habe die angeschrieben, habt ihr Lust, mir mal eine Box zukommen zu lassen, damit ich die auch meinen Followern halt einfach zeigen kann, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt überhaupt in Deutschland. Ich finde es halt mega. Also die retten halt wirklich Lebensmittel aus Supermärkten, zum Beispiel aus Biomärkten oder sonstigen, und verkaufen die zum Bruchteil des Preises weiter. A, weil die Sachen entweder aus dem Sortiment kommen oder beziehungsweise jetzt gerade nicht gängig in der Saison sind, sei es, weil die bald ablaufen oder weil es vielleicht auch schon abgelaufen sind. Das ist aber kein Problem, weil die machen Rückstellproben, das heißt, es ist alles aber trotzdem in Ordnung mit den Lebensmitteln. Und die sind halt einfach wesentlich länger haltbar, ganz viele Lebensmittel, als es dieses MHD einfach einem vorgaukelt. Und dadurch werden in Deutschland wirklich jede Minute eine LKW-Ladung Lebensmittel verschwendet und weggeschmissen. Das finde ich so traurig. Gerade ich, wo wir eine Metzgerei haben, versuchen wirklich so gut wie gar nichts wegzuschmeißen, wenn es denn irgendwie geht. Wir verarbeiten das Ganze, deswegen haben wir zum Beispiel einen Imbiss eröffnet, damit wir einfach Sachen wieder verarbeiten können, damit wir nichts wegschmeißen müssen. Und deswegen finde ich sowas eine mega coole Idee. Wir packen es jetzt zusammen aus. Ich habe natürlich alles Weight Watchers freundliche Produkte ausgewählt, damit ihr auch so einen Mehrwert davon habt. Die gibt es natürlich auch noch da im Online-Shop. Schaut einfach mal rein. Ich verlinke euch das hier alles unten in meiner Infobox. Kleines Dreieck, wie immer draufklicken, da findet ihr den Link. Und ich habe natürlich auch noch einen Rabattcode für euch, damit ihr auch ein bisschen günstiger an die Sache rankommt. Aber jetzt starten wir einfach mal. Und zwar fangen wir an hier mit dieser coolen Soße. Und zwar sind das die Wundersoßen. Ich habe doch schon viel gehört, aber noch nie probiert. Und zwar ist es eine Currysoße. Die haben tatsächlich 0% Fett, 0% Zucker, finde ich mega, mega gut. Also die wird auf jeden Fall ausprobiert. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die zum Grillen zum Beispiel oder so ist oder ob man die auf den Salat macht, aber das werde ich ausprobieren. Denn ich habe hier auch noch so kleine Beutelchen zugeschickt bekommen, auch von dieser Wundersoße. Ups. Ihr kriegt da zum Beispiel auch sehr viele so größere Pakete einfach, die ihr direkt aufkaufen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Lieblingsprodukt habt oder sowas. Super, super günstig einfach. Wir haben hier die Wundersoße Spicy Garlic. So sieht die aus, so im praktischen Portionierbeutel. Und die habe ich halt alle hier in dieser Kiste drin gehabt. Ich bin super gespannt. Ich kenne es wirklich nicht und ich habe so viel gehört. Ich freue mich. So, als nächstes, womit machen wir weiter? Hier habe ich ein Porridge. Ihr wisst, was so Bio-Lebensmittel kosten. Und ihr müsst echt mal da in den Shop auf jeden Fall gucken. Die sind super, super günstig. Das sind 2 Portionen und auch sehr, sehr punktefreundlich. Habe ich gesehen schon. Ich habe immer schon mal ein bisschen vorher geguckt. Dann habe ich hier so coole Schokonüsse. Wo haben wir sie denn da? Das sind nämlich auch wieder, das ist auch wieder so ein Riesenpaket, beziehungsweise sind es 5 Pakete. Und zwar sind das Lower Carb Schokonüsse. Sind natürlich durch die Schokolade schon recht punktelastig. Wenn ihr aber sagt, ich kann davon vielleicht nur, weiß ich nicht, 4-5 Stück essen, sind sie relativ punktefreundlich. Relativ. Also erwartet nicht, dass sie jetzt super, super wenig haben. Es ist halt einfach Schokolade. Aber die sehen auf jeden Fall mega, mega lecker aus. Und jetzt habe ich sowas Cooles gefunden da im Shop. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ich fand es mega, mega süß. Und zwar nennt sich das Gänseblümchen Honig. Wie cool ist das denn? Also das ist wohl so eine vegane Alternative. Der ist zum Beispiel jetzt einfach, der ist noch haltbar bis, ich glaube, Ende 2020 sogar. Aber der hat halt hier unten so ein bisschen Kristalle drin. Entweder erwärmt ihr euch ihn nochmal oder es ist eigentlich auch egal, weil es schmeckt auch genauso gut. Und ja, sowas wird halt einfach sonst weggeschmissen. Das ist so traurig, finde ich. Naja, aber die... Ich finde es einfach richtig, richtig cool, wie ihr merkt. Also es ist absolut unbezahlte Werbung. Ich kriege gar nichts dafür, Leute. Also überhaupt nicht. Es ist einfach so aus vollster Überzeugung, aus vollstem Herzen, dass ich euch das hier zeige. Und zwar habe ich hier nochmal so ein Bio Nu3, kannte ich gar nicht die Marke, ein Power Porridge. So sieht das aus. Ist ein bisschen punktelastiger, als wenn ihr euch jetzt ein eigenes Porridge mit Erythrit oder so kocht. Weil halt, ich glaube, ja genau, Kokosblütenzucker ist drin, natürlich getrocknete Äpfel und so. Aber wer auf Geschmack nicht verzichten will, für den ist sowas natürlich immer eine ganz coole Sache. Und da habe ich auch noch 2 dazu bekommen. Und zwar einmal die Wildbeere. So sehen die aus. Die haben ein bisschen weniger Punkte, habe ich gesehen. Aber wir lieben Porridge einfach. Also ich finde, Porridge geht immer und es hält mich echt so satt, dass ich teilweise auch gar kein Mittagessen brauche.
Von daher ist das immer eine ganz coole Alternative. Ihr bekommt übrigens auch noch so einen 10-Euro-Gutschein, glaube ich, in eure Box gelegt. Zumindest habe ich das bekommen. Das heißt, ihr könnt entweder in den Shops kaufen, die gibt es allerdings nur in Berlin, oder halt wirklich bei eurer nächsten Online-Bestellung halt einfach 10 Euro Rabatt sparen. Dann habe ich hier zwei coole Soßen gekriegt, und zwar die Nutriful Strawberry Soße. Auch 0% Fett, 0% Zucker. Ich bin so gespannt, Leute, über Eis. Wie geil ist das denn bitte? So eigenes, ja, so einen eigenen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Spaghetti-Eis. So. Oder vielleicht auch über Milchreis oder so. Oder natürlich auch über Porridge. Ist auch geil. Also muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann auch was richtig Geiles. Wer mein Müsli kennt, weiß, so eine Dose kostet mal locker einen Zehner, ne? Wenn ihr jetzt nicht gerade das super Angebot aus dem Online-Shop oder so nehmt. Ich weiß, bei Real kosten die ungefähr 9,90 Euro oder sowas. Was ist jetzt hieran schlecht? Nichts. Es ist tatsächlich bis 2020 haltbar. Aber es steht halt Ostermüsli drauf. Es sind winzig, winzig kleine Osterhäschen da drin, was ich total süß finde, für die Kinder zum Beispiel auch. Aber es würde halt sonst weggeschmissen werden. Es ist so, so traurig. Guckt euch mal diese wunderschöne Verpackung einfach auch an. Ich bin ja eh so ein bisschen Packaging-Opfer, ne? Ja, und sowas würde weggeschmissen werden und keiner weiß warum eigentlich. Ja, aber hier die Surplus-Leute retten sowas und das finde ich mega, mega gut. So, ich habe jetzt noch so ein paar Produkte hier drin, und zwar einmal von Provamel, die Marke kannte ich ja gar nicht. In meinem letzten Haul habe ich euch das gezeigt, dass ich da so eine Kokosnussmilch gefunden habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also wie gesagt, hier oben einfach auf die Infokarte klicken. Und das ist ein Kokosnuss-Soja-Schokoladendessert und ziemlich punktefreundlich. Also ungefähr könnt ihr das so vergleichen mit dem Ermann High-Protein-Joghurt von den Punkten her. Aber halt so eine Bio-Variante, finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich da schon drauf. Ich glaube, ich werde heute Abend ein Essen. Auch der wieder haltbar. Ich glaube, 2020 oder so. Was haben wir hier? Ach genau, Wunderdrops. Das ist auch zum Beispiel von dieser Wunderfirma, die gerade die Soßen auch hier drin hatte. Und zwar haben die auch wieder kein Fett, kein Zucker zugesetzt. Und die lassen euer Essen oder euer Getränk, zum Beispiel einen Kaffee, kann ich mir super gut damit vorstellen, nach weißer Schokolade schmecken. Ich bin ja Fan von absoluter Fan von Aromapulvern. Aber hier sowas finde ich sehr, sehr cool, weil ich liebe Eiskaffee und ich glaube, das schmeckt einfach mega, mega gut. So, jetzt habe ich hier noch zwei Produkte drin, und zwar einmal für die Kinder und einmal für mich. Die sind tatsächlich gerade mal abgelaufen, sehe ich so. Aber ganz ehrlich, was soll mit Kakaopulver passieren? Nichts. Und zwar einmal ist das hier dieses Coavach Orange. Wer bei DM sich sowas schon mal geholt hat, weiß, die sind relativ hochpreisig. Auch die könnt ihr zum Beispiel super günstig hier bei Surplus bekommen. Und dann habe ich diesen Dschungelkakao für Kinder. Also der ist natürlich ohne Koffein, ne? mitgenommen. Fand ich mega, mega cool. Also es gibt wirklich die verschiedensten Dinge. Ihr könnt über Beauty-Sachen zum Beispiel, aber da habe ich mir jetzt nichts ausgesucht, weil ich einfach super viel Beauty habe. Über, keine Ahnung, selbstgemachte Sachen. Ihr könnt so, ja, Retter-Ausrüstung nennt sich das. So kleine Bento-Boxen und sowas halt holen. Mega cool. Guckt auf jeden Fall rein. Ich würde mich super darüber freuen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch was. So eine Option, einfach ein bisschen Lebensmittel zu sparen. Ich bin sicherlich nicht das größte Vorbild in hier irgendwie was Ökologisches zu machen oder sonst was. Aber wenn es geht, das finde ich eine mega coole Idee. Ich finde es gut, wenn man zum Beispiel sein Gemüse ohne Plastiktüten einkauft. Sowas, wenn jeder nur so einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beiträgt, finde ich, ist die Welt schon ein kleines Stückchen besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr Lieben. Wenn ja, wie immer Daumen nach oben da lassen. Ich verlinke euch hier noch mein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet, und zwei neue Videos. Ich sage tschüss und bis dahin, eure Laura.